Hallo ihr Lieben und willkommen zum neuen Video von eurer Kocheule. Das heutige Video wird unterstützt von der Firma Green Door, eine Firma für Naturkosmetik. Und da möchte ich jetzt einfach auch gleich ein bisschen einen Hintergrund dazu erklären. Möchte euch unbedingt bitten, dran zu bleiben. Ihr werdet heute was Tolles erleben. Es wird ein Video sein, in dem ihr ein basisches Rezept von mir zur Verfügung gestellt bekommt. In Kombination, nämlich falls jemand zum Beispiel eine basische Ernährung einmal anstrebt oder phasenweise einbaut in sein Leben, ist das einfach eine tolle Sache. Und deshalb auch dieses Video, weil Green Door auch basische Naturkosmetik anbietet, Pflegeprodukte und das somit auch diese basische Ernährungsform nun mal unterstützen kann. Da möchte ich jetzt einfach ein bisschen drauf eingehen. Wie bin ich auf Green Door gestoßen? Das ist einmal das Erste und das ist mir wirklich eine kleine Herzensangelegenheit, weil viele von euch kennen mich mittlerweile schon sehr gut. Und es ist einfach so, dass es mir sehr wichtig ist, welche Lebensmittel wir zu uns nehmen, dass sehr viel selbstgemacht ist, eigentlich der Großteil. Und ich einfach weiß, was wir zu uns nehmen, was meine Kinder zu sich nehmen. Und ich weiß, was in unseren Produkten am Ende enthalten ist. Und das ist eben nicht nur, ihr seht zwar immer so diesen Ernährungsteil von mir, also so diesen, die Lebensmittel, die Produkte, die Gerichte, die wir so in unseren Alltag einbauen und ich an euch vermitteln möchte und viele Werte, die ich weitergeben möchte. Aber es ist eben auch die Haut, der Darm, all diese Dinge, die auch anderwertig als eben über unsere Ernährung beeinflusst werden. Und da ist eben ein wichtiger Punkt Kosmetik. Egal, ob das jetzt wirklich ist ein Pflegeprodukt, eine Gesichtscreme, ob das ist die Seife, mit der ihr euch die Hände wascht, das Duschgel, das Shampoo, völlig egal, all das kann genauso negativen, aber auch positiven Einfluss auf euren Körper nehmen. Und ich habe einfach irgendwie so, war ich auf der Suche nach was, wo ich leicht Zugang habe, einfach Produkte, die mir am Ende überzeugen und bin auf dieser Suche nach natürlichen und auch umweltfreundlichen Pflegeprodukten eben auf die Firma Green Door gestoßen. Die Philosophie, dass man eben die Haut mit puren und unveränderten Inhaltsstoffen pflegt und quasi seinem Körper im Prinzip einfach was Gutes tut, hat mich einfach wirklich gleich angesprochen. Und auch die Gründerin, also 2010 ist gegründet worden und die Gründerin war eine Krankenschwester und der waren einfach damals zu wenig von diesen Pflegeprodukten am Markt verfügbar. Und es wird wirklich alles von Hand entwickelt, es ist alles in einer Kontrolle, das heißt, sie können die Qualität definitiv immer überprüfen und es hat einfach einen Standard, der eingehalten wird und das passt am Ende. Und der Gedanke einfach auch, der von Erna so vermittelt wird oder dieser Wunsch von der Pflanze auf die Haut, das ist einfach so das, was mir einfach sehr gut gefällt. Und ich hoffe, dass ich einfach viele von euch da jetzt auch ansprechen kann. Und es geht jetzt gar nicht rein um das, dass ich jetzt sagen will, kauft euch alles dort, aber schaut es euch an, überlegt es einfach mal, macht euch mal die Gedanken über diese basische Körperpflege und nicht nur die basische Ernährung, die natürlich jetzt in dem Video auch eine Rolle spielt. Aber es ist halt einfach so, dass wir da extrem viel beeinflussen können. Und was da jetzt einfach so ist, das ist auch, warum die Kooperation zustande gekommen ist jetzt. Und ihr werdet am Ende profitieren davon. Also dazu auch dann natürlich mehr davon, mehr ein bisschen später, was ihr jetzt dann auch von dieser Kooperation, was ihr davon habt. Weil für mich ist so, ich habe die Produkte zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist auch, also das ist jetzt so wirklich eine Weitergabe an euch von dem Wissen, von meinen Eindrücken von der Firma und einfach dann auch wirklich was Tolles, ein Goodie für euch. Und die Kooperation, das ist eben wirklich was Tolles, weil wir einfach beide, sowohl Green Door als auch die Kocheule, Wert auf natürliche Zutaten, Inhaltsstoffe legen. Und das ist, wie gesagt, unabhängig von der Ernährung. Es ist im ganzen Alltag, wenn man das mal so durchdenkt und eben auch über unsere Haut geht extrem viel, egal ob das auf Organe gehen kann, es gibt nicht umsonst Cremen, die wirklich
Hormone und Organe beeinflussen. Somit muss man das wirklich mit in seine Gedankenwelt aufnehmen. Und es ist einfach so eine Verbindung von einer Leidenschaft einfach zu diesem Natürlichen, zu dem Ursprünglichen und zu dem, seinen Körper nicht unnötig mit Dingen zu belasten, die nicht sein müssen. Von der Küche ins Badezimmer, das ist auch wieder so, ich kriege halt lauter solche Floskeln von mir ums Ohr, aber die geistern mir einfach so im Kopf herum. Es hängt einfach wirklich zusammen und auch in dem Rezept sind wirklich Produkte mit eingebaut, die auch wiederum in den Naturkosmetikprodukten, also da hinten seht ihr jetzt einfach ein paar davon, die ich euch dann auch gerne zeigen möchte, die einfach da auch mit eingebaut sind. Gell? Also beispielsweise nehme ich jetzt einmal, der Ofen ist schon vorgeheizt, nehme ich jetzt einmal die Himbeere oder die Grapefruit. Also das sind einfach so Dinge, der Ingwer kommt auch vor, also Dinge, die sich dann widerspiegeln, die Orange in unserer Lieblingsseife zum Beispiel. Und genau, das ist einfach mir auch wirklich wichtig gewesen, diese Verbindung auch ein bisschen herzustellen zwischen den Produkten, dem Rezept. Aber wichtig für euch ist einfach, wenn da jetzt jemand ist, auch, da sind sicher viele, die diese basische Ernährung im Jahr öfter machen, ihr könnt diese basische Ernährung kombinieren mit euren basischen Produkten. Und so habt ihr eine Regulation von eurem Säure-Basen-Haushalt. Das ist einfach so das Ausschlaggebende, warum man ja so eine basische Ernährung macht oder immer wieder mal einbaut. Manche ernähren sich komplett basisch. Das ist für mich sehr was Schwieriges, aber wirklich Hut ab gibt es. Und es ist einfach ein Gleichgewicht quasi zwischen Haut und Körper, das einfach da nochmal unterstützt wird. Weil es hat auch diese Cremen, all diese Dinge haben ebenso auf euren Magen-Darm-Trakt einen Einfluss und somit basische Cremen und Shampoos und etc. auch einen positiven. Das heißt, es wird ein Gleichgewicht hergestellt, es beeinflusst eure Verdauung, also es ist wirklich eine richtig tolle Sache und das Ganze wird aber sanft gemacht, gell? Einfach über diese von außen hin, diese basische Pflege, die man nicht nur über die Ernährung von innen durch machen kann, sondern im Idealfall kombiniert. Aber wenn jetzt jemand sich nicht basisch ernährt, ist es halt auch eine tolle Sache, wo man wenigstens von außen basisch den Körper unterstützen kann. Und genau, ich würde jetzt auch gar nicht mehr viel länger reden. Das Einzige, was ich euch dann noch zeige, sind die basischen Produkte. Und jetzt kochen wir aber, beziehungsweise wir backen, wir machen uns eine basische Frühstücksbowl. Ihr wisst ja, Frühstück ist für mich was sehr, sehr Wichtiges und für mich ist auch sehr wichtig, dass man in der Früh schon sehr gut startet und das jetzt unabhängig von dem, dass das Rezept jetzt natürlich basisch ist, ist es einfach ein mega tolles Rezept für euch. Super schnell dann auch gemacht. Wir machen unser Granola auf Vorrat, das heißt, das habt ihr dann immer parat und könnt es dann immer verwenden, egal ob ihr es jetzt für dieses Rezept oder wo ihr immer einbaut, und da starten wir auch schon gleich durch. So, und zwar machen wir im Prinzip die Granola zuerst und dafür verwenden wir die Banane und die gebt ihr jetzt einfach in Stücken in euren Mixtopf. Das heißt, schälen, grobe Stücke und ab damit in eure Thermomix. Schüssel, sozusagen. So, Deckel drauf und die Banane machen wir uns jetzt zu Brei innerhalb von 4 Sekunden auf Stufe 4. So, dazu kommt Kokosöl, Salz, Zimt und unser Dattelsirup. So, und das Ganze wird jetzt für 2 Minuten 30 auf 100 Grad, ups, 100 Grad, Stufe 2,5 erwärmt und somit schön miteinander verbunden. So, ihr Lieben, für euch ist wichtig, jetzt bitte auch das Backrohr vorheizen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze und richtet euch einfach ein Backblech mit ein bisschen am Rand, ein Backpapier drauf. Das brauchen wir dann zum Backen unserer Granola. Ich verwende eben basische Haferflocken. Ja, ihr richtig gehört, gekeimte Haferflocken. Ich verlinke euch unten auf jeden Fall gerne welche.
Und zwar ist es so, dass diese Haferflocken durchs Keimen zum einen mehr Nährstoffe erhalten, das heißt, sie sind nährstoffreicher in der Qualität in dem Fall einfach, aber auch zusätzlich ist es so, dass sie von Haferflocken in ungekeimter Form, wenn sie gekeimt sind und dann aus diesen gekeimten Hafer die Flocken quasi gemacht werden, dass das ein basisches Produkt ist. Und das finde ich eine tolle Sache, weil es ist ja bei der basischen Ernährung wirklich vieles, das man irgendwie nicht zu sich nehmen darf. Man darf aber auch zum Beispiel unterschiedlichste gewisse Nudelsorten, die aber wieder, also wirklich ein Thema, sehr spannend. Also wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich da echt mal gerne einen eigenen Beitrag nur für euch. Aber auf jeden Fall ist es bei den gekeimten Haferflocken, ich habe die jetzt eigentlich wirklich immer daheim, weil es für mich nicht keinen Unterschied macht, ob ich jetzt meine Overnight Oats mit denen mache oder ohne. Und dafür habe ich einen basischen Teil in die Ernährung eingebaut. Und das ist echt was ganz Einfaches, das im Endeffekt jeder von euch kann. Und ihr habt da jetzt den größeren Teil davon. Für die Granola gebe ich mir jetzt in eine Schüssel. Dazu gebe ich mir diese Mandelblättchen. Ihr könnt auch Nüsse eurer Wahl nur verwenden. Ich finde Mandeln immer sehr, sehr lecker. Und dann noch Leinsamen dazu. Und tatsächlich das einfach einmal das durchmischen. Wenn ihr dann alles durchgemischt habt, ist jetzt auch schon Zeit, dass wir im Prinzip unsere leckere Dattel-, Kokos-, Bananen-, Zimt-Mischung da dazu geben. Richtig lecker, kann ich euch nur sagen. Also ihr werdet begeistert sein, weil Granola selber machen ist auch sowas, und wenn man dann so einfach basisches Produkt in die Ernährung einbauen kann, dann ist das, finde ich, eine coole Sache, die jeder von euch easy cheesy. Wenn ihr wirklich viel Haferflocken verwendet, dann tut euch das nichts, wenn ihr einfach die ersetzt durch gekeimte. Und da habt ihr wirklich viel gewonnen, weil das Frühstück ist ein sehr wichtiger Teil unserer Ernährung, und jeder, der das macht, der hat schon mal, finde ich, die halbe Miete, der sich gesund in der Früh gesund startet, so muss man sagen. Und wenn man das dann einfach nur so easy cheesy ummodelt, eine tolle Sache. So, das kommt jetzt einfach auf mein Backblech, auf das Vorbereitete. So, unser Granola wird jetzt für 30 Minuten bei 160 Grad Ober-Unterhitze gebacken, und ihr werdet es einfach alle 10 Minuten mit zwei Gabeln, zwei Löffeln, völlig egal, einfach alles mal gut ein bisschen durchheben und mischen, dass alles schön gleichmäßig knusprig wird. So, jetzt ist das Granola fertig. Lasst es euch bitte schön abkühlen, es wird schön knusprig. Und wenn es ganz abgekühlt ist, wirklich richtig, richtig volle Wäsche, dann könnt ihr da unterheben, zum Beispiel nur Schoko, gell? Also entweder gehackte, ein Thermomix einfach, Zartbitterschokolade hacken, oder ihr gebt Schokodrops hinzu. Was auch cool ist, Cranberries. Cranberries werden zum Beispiel wieder in unserem absoluten Lieblingsmilchbad von Green Door. Das kriegen die Kids immer, weil wir haben so nicht wirklich was für die Badewanne für sie. Aber das dürfen sie haben. Das ist eben Cranberry, und das ist richtig, richtig lecker. Dann hätten wir wieder die Frucht in der Küche und im Bad. Ich fülle mir das jetzt einfach um. Und dann mixen wir uns unser Bowl, und dann geht es schon ins Dekorieren. So, für unsere Bowl geben wir jetzt alles in den Mixtopf. Und zwar starten wir einfach mit Orangensaft, Wasser. Dazu kommen diese Tiefkühlfrüchte. Und natürlich könnt ihr es auch mit Mango etc. machen, gell? Aber wir lieben halt das, und ist, wie gesagt, auch in den Produkten dann wieder enthalten. Das heißt, das ist eigentlich wieder schön abgestimmt. Dann habe ich zwei Datteln und etwas Ingwer. Den könnt ihr optionaler weglassen, wenn ihr das gar nicht wollt. Dann das Mark von dieser Vanilleschote, die Leinsamen, Kokosraspeln und eben wiederum gekeimte Haferflocken. Deckel drauf, jetzt wird es kurz laut. Eine Minute. Auf Stufe 10 wird das jetzt gemixt.
Und fertig ist unsere wirklich mega leckere, basische, schnelle Frühstücksbowl. Das kennt ihr bestimmt, es ist vor allem im Sommer ist es ein mega, mega, mega leckeres Frühstück, weil es einfach auch eisgekühlt ist. Für mich geht es aber immer. Und ich fülle mir das jetzt um. Ich habe jetzt einfach eine größere und eine kleinere, zwar kleinere, ihr könnt das aber einfach auch auf zwei Portionen machen. Es wird dann noch ein bisschen dekoriert, das heißt, lasst ein bisschen Platz oben auf. Richtig, richtig lecker. So, jetzt starten wir. Ich habe da Grapefruit. Und jetzt tue ich auch meine Produkte mal kurz zeigen, was wir so dabei haben. Wir haben auf jeden Fall mal die Orange, Orangensaft, gell, habe ich eingebaut. Für mich ist das einfach die mega beste Seife überhaupt. Ich finde es auch super cool, dass es große Nachfüllpackungen gibt. Ihr spart euch dabei was. Ihr habt immer Vorrat, eure Lieblingsseife daheim und ihr wisst, dass euch was Gutes tat damit. Dann habe ich noch mit im Boot eben Tages- und Nachtcremen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich das brauche, muss ich echt sagen. Aber irgendwann ist es einfach so, dass man sich da schon ein bisschen mehr Gedanken dazu macht und die dann einfach die Haut wirklich nähren mit dem, was sie braucht, sowohl über Nacht als auch über Tag mit, mit weißem Bio-Tee und dann mit Bio-Hibiskus-Blütenextrakt. Die riecht übrigens, also ohne Schmäh. Das ist ein Duft, das ist, kann ich nicht erklären. Das muss man, wenn man sich das am Abend vorm Schlafen gehen, auf die gereinigte Haut gibt, man schläft einfach mit diesem Duft ein und das ist so richtig lecker. Es riecht auch die gut, aber eher neutraler. Aber die riecht, also mit Hibiskus, die ist Hammer. Dann eben das Gesichtswasser, klärend nach dem Reinigungsschaum. Das ist irgendwie so meine Abend- und Morgenroutine. Das heißt, jetzt kriegt ihr ein bisschen Einblick in mein Badezimmer. Hammermelis, Rosenblüten, Aloe Vera. Das ist wirklich cool, weil das wird im Prinzip aufs feuchte Gesicht einmassiert, abgewaschen und dann einfach mit dem, mit einem Wattepad noch. Und ihr habt wirklich eine super gereinigte Haut. Dann darf es nur nähern. Mehr braucht es nicht. Deo Creme Classic. Deo ist wirklich ein Riesenthema in der heutigen Zeit. Ich habe ganz lang Deo Sprays ohne Aluminium gehabt. Habe dann einfach gemerkt, die Wirkung ist einfach nicht lang da, auch wenn das da draufstehen mag. Diese Deo Creme ist Wahnsinn, weil selbst wenn ihr trotz allem schwitzt. Und ab einem gewissen Alter schwitzt man anders und mehr und aus anderen Gründen immer als wie Hitze. Gell? Also von außen eindringende Hitze, das heißt, das ist einfach so. Und ihr riecht immer gut und ihr habt keine Flecken, gar nichts davon, ihr habt kein Aluminium drinnen, es ist einfach ein ganz neutrale Deo-Creme. Es gibt einen Stick, den habe ich auch voll gerne in der Handtasche für unterwegs mit, wenn es mal ist, oder für einen Urlaub. Es gibt auch nochmal eine Creme in der Tube. Das ist so eine Creme, also ich habe alles und verwende alles und da nehmt ihr euch immer ein bisschen was ab und schmiert euch quasi im Prinzip die Achseln damit ein. Und das ist wirklich, wirklich super und hat eine wirklich beeindruckende Wirkung, muss ich echt sagen. Ich habe auch zum Beispiel voll gern die Zinkcreme, den Zinkbalsam, das ist auch bei so kleinen Unreinheiten, die mal ab und an auftreten oder bei kleinen Wehwehchen, also die ist ein Hammer, weil Zink, wissen wir alle, ist sehr wichtig für den Körper und vor allem im Heilungsprozess und darum, die haben wir eigentlich auch immer daheim. Wir haben aber wirklich, also vom Milchbad über Duschgel, Haarshampoo, ich habe nur leider gerade einiges in der Bestellung, weil schon wieder was leer ist, aber wir haben zum Beispiel das Rosenshampoo, dann habe ich voll gern das Duschgel mit Sandorn oder Ingwer eben und es ist alles so erfrischend und ihr wisst, ihr habt euch was Gutes dabei. Und das Tolle eben für euch ist, und das jetzt einmal, habe ich am Anfang gesagt, es profitiert auf jeden Fall ihr davon, es gibt einen Gutscheincode und zwar ist der Kocheule und ihr spart euch 10%
auf euren Einkauf basischer Produkte und aber auch meiner Favoriten. Das heißt, sowohl die basischen Produkte, ihr findet auch den Link zur Landingpage in der Videobeschreibung unten, da kommt es direkt auf die Seite, auf diese Kooperationsseite von Green Dawn und mir. Seht ihr nochmal ein bisschen was zur Firma, Green Dawn, ein bisschen was zu mir noch, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, so ein bisschen der Hintergrund. Ihr seht, das Rezept findet ihr dort auch wirklich gratis zum Downloaden. Und so weiter. Und eben wiederum unten auch eben alle Infos zu eurem Gutscheincode, auf was ihr es anwenden könnt. Zu meinen Favoriten gehören eben neben den basischen Reinigungssachen, was eben sowieso alles basische Produkte sind, eben die Tagesnachtcreme, Zinkbalsam, so Reinigungsperlen, also dieser andere Ort der Gesichtsreinigung nochmal. Also schaut einfach da auch vorbei. So, jetzt aber geht's der Grapefruit an den Kragen. Ich weiß nicht, wer von euch Grapefruit mag. Ihr solltet sie mögen, extrem gesund. Wichtig ist, aber das wissen die dann sicher selber, das weiß ich auch nur aus persönlichen Gründen, also nicht wegen mir selber, aber genau, egal, dass eben zum Beispiel transplantierte Menschen keine Grapefruit mehr in ihrem Leben essen dürfen. Aber jeder andere sollte seiner Gesundheit da wirklich einen Gefallen tun und sich ab und an ein bisschen Grapefruit teilen. Und sauer macht lustig. Das früher als Kind immer echt spannend gefunden, weil Geschmäcker verändern sich ja so extrem über die Jahre. Aber als Kind habe ich dann meine Tante, die hat das gern gegessen, dass sie Grapefruit und dann hat es Zucker drauf getan. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja. Und ich habe nachher verstanden, warum. Aber sehr gesund und sehr lecker. Nicht nur über die Ernährung, auch über die Haut. Und dann haben wir unser Mandelmus. Etwas Granola. Und im Endeffekt, glaube ich, brauche ich euch zu den ganzen Zutaten, wie jetzt zum Mandelmus, nicht sagen, wie gesund das ist. Granola selbst gemacht ist auch eines der besten Dinge, die ihr euch und eurer Familie einfach zubereiten könnt. Das, was ihr einfach immer davor habt, weil die Süße ist vorhanden und die Kinder fahren voll drauf ab. Ja, also meine lieben Granola. Und wie gesagt, ihr könnt ja dann für die Kids ein bisschen Schoko einbauen. Das ist ja überhaupt kein Thema. Und da noch eben getoppt mit leckerstem Mandelmus. Mega gesund. Nüsse, Mandeln haben wir auch in der Granola. Das heißt, das rundet das Ganze wiederum ab. Und falls zum Frühstück keine Lust oder Zeit drauf habt, dann esst es nachmittags als Snack. Richtig fein. So, jetzt möchte ich voll gern von euch einen Kommentar dazu, wer sich schon auf diese Frühstücksbowl freut, wer sie nachgemacht hat. Und schaut auf der Landingpage vorbei, schaut euch die Green Dawn Produkte an, die Firma. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Und ihr wisst, ich bin sehr authentisch und ehrlich und es kommen von mir Dinge und Empfehlungen nur zu Dingen, eben wo ich wirklich dahinter stehe. Und das war auch so der Grund für diese Zusammenarbeit, weil das für uns beide sehr wichtig ist, also sowohl für Green Dawn als auch für mich, dass man sie in keinster Weise verstellt, dass alles ehrlich, transparent ist. Und ich finde es einfach schön, dass ich euch das Ganze anbieten kann und ihr euch so mit 10% sparen könnt. Und 10% sind 10%. Und schaut euch Preis-Leistung wirklich mal an. Ihr könnt euch echt in Großpackungen, ihr könnt euch ein großes Duschgel haben, dann ein großes Shampoo. Also ich bin einfach mega begeistert und bin gespannt, was ihr dazu sagt. So, dann alles, alles Liebe. Wir sehen uns ganz bald wieder und lasst es euch schmecken. Ich tue es auf jeden Fall. Ciao.
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.